Die Schwarz-Weiß-Fotografien von Gary Johansson wirken auf den ersten Blick trist, grau. Alles sieht aus wie ein einziger Herbst- oder Winterblues. Lässt man sich aber auf seine Sprache ein, entfaltet sich ein Sog, der den Betrachter in Bildwelten zieht, die einen ganz eigenen Blick hinter das Wesen der Welt eröffnen. Der Schwede Gary Johansson ist der magische Realist des Nordens. Am 14. Januar eröffnete in der Kunsthalle Rostock eine Ausstellung von Gary Johansson Deutschland-Schweden. Gibt es tatsächlich so etwas wie den schwedischen Blick? Als Kulturrätin bin ich ja verantwortlich für den Kulturaustausch mit ganz Schweden, ganz Deutschland. Aber wie sich das so ergibt, haben wir sehr viel in Mecklenburg-Vorpommern zu tun. Wir bekommen sehr viele Vorschläge für Zusammenarbeiten. Wir sind sehr oft in Greifswald beim Nordischen Klang. Wir sind beim Schwedenfest in Wismar. Wir haben so eine Geschwisterschaft, Brüderschaft. Also besser kann ich das eigentlich gar nicht erklären, aber das fällt sich so natürlich. Auch in der Kunsthalle freut man sich über diese besondere Ausstellung eines weltweit anerkannten Fotografen. Also für mich ist es so spannend, dass er Alltag so ganz anders fotografiert, als wir ihn sehen. Also das ist wirklich diese Fähigkeit dieses Künstlers, eben so Kleinigkeiten herauszuarbeiten. Er entwickelt ja alles selbst, ist alles analog fotografiert, selbst entwickelt. Er gibt dem kleinen Alltag eine ganz große Bedeutung. Und das finde ich sehr spannend und interessant zu erleben. Man sieht Orte ganz anders, weil er uns mitnimmt, sie so zu sehen, wie er sie empfindet. Rostock ist historisch eng mit Schweden verbunden. Heute ist die Stadt für die Skandinavier eines der Tore nach Europa. Wir sind ja praktisch Nachbarländer, denn da liegt zwar die Ostsee dazwischen, aber trotzdem betrachten wir uns als Nachbarländer. Wir haben gute Beziehungen zu Göteborg, unserer Partnerstadt. Ich will nicht über ein schwedisches Einrichtungshaus sprechen, das unsere Wohnkultur entscheidend bestimmt, oder die vielen Besucher aus Sverige, die den Rostocker Weihnachtsmarkt jedes Jahr besuchen. Also ich denke, die Fähre Rostock-Trelleborg schafft eine besondere Beziehung und viele Menschen, jedenfalls ist das mein Eindruck, nicht nur in Rostock, sondern auch in der Region, fühlen sich Skandinavien verbunden. Zurück zu Gary Johansson. Besonders Mecklenburg-Vorpommern hat es dem Fotokünstler angetan. Hier findet er Welten, die von der Zivilisation aufgegeben scheinen. Verwunschene Orte, die den magischen Realisten regelrecht einladen.